Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Waffelwoche. Ab heute findet jeden Tag auf meinem Kanal ein tolles Rezept zum Thema Waffel statt. Hier ist es ja mir einfach so in den Sinn geschossen. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Allerdings, am Samstag findet das Ganze auf dem Kanal von Amerikanisch Kochen. Und am Sonntag findet ihr das letzte Rezept auf dem Kanal von Herrn Esslust. Ich freue mich, dass ihr beide mich so fleißig unterstützt. Und von Montag bis Freitag gibt es jeden Tag ein Rezept auf meinem Kanal. Und ich freue mich und wir fangen natürlich an mit dem Basic-Rezept Waffeln. Es sind auch keine süßen Waffeln, also die ganz normalen Standardwaffeln. Die schmecken auch sehr lecker. Bevor wir anfangen, gehen wir noch zu den Zutaten und los geht's. So ihr Lieben, unsere Zutaten sind einmal Mehl, wir brauchen etwas Zucker, wir brauchen 2 Eier, dann brauchen wir ein bisschen Vanilleextrakt, wir brauchen Backpulver, wir brauchen ein bisschen Salz, wir brauchen ein bisschen geschmolzene Butter und ein bisschen warme Milch. Die könnt ihr übrigens schon, wenn ihr habt, in der Mikrowelle erwärmen. Das geht dann halt immer am schnellsten, aber meine ist leider kaputt, deswegen habe ich das schon vorher in einem kleinen Topf gemacht. Aber das sind jetzt unsere Grundzutaten für die Basic-Waffeln und es ist so easy. Wir fangen in der Regel immer damit an, dass wir alle trockenen Zutaten erstmal zusammenmischen und das sind ja nun nicht so viele. Also wir haben hier einmal unser Mehl, das geben wir hier einmal in die Schüssel hinein. Dann brauchen wir natürlich unser Zucker, den geben wir auch mit hinein. Etwas Salz und ein bisschen Backpulver. Wir wollen ja auch, dass das Ganze schön hoch und aufgeht. Und deswegen das Ganze. Das Ganze können wir mit einem Schneebesen schon mal verrühren. Einfach, dass sich schon mal Backpulver und Mehl so, dass das eins wird. So, und das stellen wir dann einfach kurz beiseite. Als nächstes müssen wir ganz kurz die Eier aufschlagen. Und das machen wir mit einem Handmixer. So, wir haben jetzt hier einmal unsere Eimasse aufgeschlagen und dort kommt jetzt hinein die warme Milch. Unser Vanilleextrakt, wenn ihr keinen Vanilleextrakt habt, dann nehmt einfach ein bisschen Vanillezucker. Ich habe das da, deswegen benutze ich das. Und natürlich die geschmolzene Butter. So, hier haben wir einmal unsere Mehlmischung von vorhin und dort kommt jetzt einfach die Milchmischung rein, die wir vorhin gemacht haben und das Ganze mache ich wieder mit dem Handrührgerät. Ja, voilà, haben wir unseren Waffelteig, er sieht sehr, sehr gut aus und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ausbacken. So, hier haben wir jetzt unser Waffeleisen, ich habe jetzt nicht das tollste, ich hätte nämlich gerne eins, wo so eckig ist, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Das Ganze brauche ich jetzt nicht einfetten, weil eigentlich hier in dem Teig schon genug Butter drin ist und dann geben wir jetzt ein bisschen was doch schon hier rauf. Das sieht gut aus. Ich sag euch noch mal ganz kurz, warum meine Waffeleisen so blöd ist, weil der Dampf nämlich hier vorne rauskommt und dann frage ich mich dann, ja, wie soll ich denn das öffnen dann ohne Handschuh, ohne dass ich mich verbrenne und das funktioniert halt nicht. So, ich würde jetzt sagen, meine erste Waffel ist fertig, deswegen nehme ich sie jetzt raus und ihr habt ja gesehen, ich habe es nicht eingefettet vorher, also es ist schon ein Mörderding, ne? Alter, ey. Könnt ihr dann halt auch direkt auf einen Teller geben. Lieber ein bisschen dicker machen, weil dann habt ihr auch überall, also es kommt natürlich auf euer Waffeleisen drauf an, aber ich würde es lieber ein bisschen mehr reinfüllen als zu wenig, weil dann habt ihr nachher hier diese Lücken und so. Das finde ich nicht so schön. So ihr Lieben, unsere Waffeln sind fertig. So sehen sie aus, richtig schön dick und aus diesem Teig kommen circa 3 dicke, fette Waffeln raus. Also wenn ihr eine gegessen habt, seid ihr... Kommt natürlich wieder auf euer Waffeleisen drauf an. Wenn ihr eins habt, was nur ganz dünne ausbackt, dann könnt ihr da auch schon mal 10 Stück rausbekommen. Also da müsst ihr einfach mal gucken. Probierstunde, Probierstunde. Bitte verwechselt diese Waffeln nicht mit diesen ganz süßen, wo dann Eis drauf kommt und noch eine fette Schokosoße und so. Das sind ganz normale Waffeln, die auch nicht super, super süß sind. Also stinknormale Waffeln. Sie schmecken mir sehr, sehr gut. Probiert das Rezept aus. Und am besten natürlich warm genießen, weil warm schmecken sie doch immer am besten. So, das war's für heute und morgen gibt es leckere Waffelpizza. Also schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir uns wiedersehen zur Waffelwoche. Also bis morgen. Tschüss.